Jedenfalls gibt es heute eine Challenge, und zwar die 100 Calls Challenge. Ja, 14:30 am Dienstag. Wunderbar. Witzig, aber ich merke, dass ich gerade in so ein Energieloch reinfalle. So viel dazu schon mal. Ich habe es auf jeden Fall ein bisschen unterschätzt. Einen wunderschönen guten Tag, hallihallo. Ich bin gerade auf dem Weg ins Büro, hatte heute Vormittag einen Außentermin und jetzt startet mein erster Vlog, also mein erster Videoblog oder sagt man Vlog, ich weiß das gar nicht so genau, wahrscheinlich ist alles richtig. Jedenfalls gibt es heute eine Challenge, und zwar die 100 Calls Challenge. Das bedeutet, ich werde heute mal, und vielleicht ist es für den einen oder anderen kaum zu glauben, ich habe es noch nie gemacht, ich werde heute mal 100 Telefonnummern wählen. Also ich werde heute 100 Calls machen in der Telefonakquise und werde mal schauen, was passiert. Warum mache ich das? Naja, in letzter Zeit bekomme ich gerade von meinen Trainingsteilnehmern immer häufiger so die Frage gestellt, wie viele Telefonate sollte ich eigentlich am Tag machen, was sind da so gute Quoten auch, und ja, jeder, der schon mal so ein bisschen vielleicht auch Wolf of Wall Street oder sowas in der Richtung geschaut hat, die haben ja mehrere hundert Wählversuche am Tag gemacht, und inwieweit macht das überhaupt Sinn? Ich sage immer, das macht nicht so viel Sinn, du solltest die Qualität über die Quantität stellen, und jetzt werde ich mal heute die Challenge auf mich nehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich es schaffe. Wie gesagt, heute Vormittag hatte ich einen Außentermin. Ich fahre jetzt gerade ins Büro. Es ist jetzt kurz vor 13 Uhr. Ich hole mir gleich nochmal ganz entspannten Kaffee. Und dann geht's los. Und ich werde euch mal so ein bisschen mitnehmen in meinen Alltag oder in meinen Tag, in diese Challenge. Und werde euch zwischendrin immer mal berichten. Ich werde, denke ich mal, auch so ein bisschen filmen, wie ich gerade telefoniere. Also ihr dürft gespannt sein. Ich nehme euch mal so ein bisschen mit rein ins Geschehen. Und am Ende gibt es dann das Ergebnis und meine Meinung zu 100 Calls, die ich dann hier preisgeben werde. Also bis gleich, viel Spaß. So, auf geht's. Die ersten Nummern werden gewählt und Ja, 14:30 am Dienstag. Wunderbar. Perfekt. Alles klar. Ich bin Herr Marken und dann geht es quasi um die Akquise. Exakt. Alles klar. Termin geht mir. Prima, ich freue mich. Klasse, freue mich auch. Wir sind ja, ne? Ja. Alles ich, klar. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Also, ciao. Ciao. So, 10. Wählversuch jetzt tatsächlich ganz genau, war das erste Entscheidergespräch. Das heißt, bei den 9 vorher war der Entscheider jeweils immer nicht im Haus, beziehungsweise ich bin zweimal hier in einer Warteschlange gelandet und dachte mir, da gehe ich schnell wieder raus, wähle die nächste Nummer, weil es geht ja heute darum, wirklich möglichst Gas zu geben. Du merkst, ich rede auch ein bisschen schneller. 10. Wählversuch war da gleich das erste Entscheidergespräch, und das erste Entscheidergespräch, hast du gerade gehört, war der erste Termin. Der erste Termin. So, und das als kleines Update, und jetzt geht's auch direkt weiter. Punkt.de, alles klar, okay. Super, dann machen wir das genau so. Okay. E-Mail geht auch raus und dann bis, genau. Bis demnächst. Ja. Alles klar. Perfekt. Danke Ihnen. Also, danke auch. Ciao. So, 15. Wählversuch und zweites Entscheidergespräch. Zweiter Termin. Also bisher 100% Quote. Machen wir mal direkt weiter. Ich habe mir gedacht, so auf 25 Wählversuche telefoniere ich jetzt noch. Dann mache ich eine kleine Pause, und in der Pause gebe ich dir mal ein paar Infos, wie ich hier vorgehe, wie ich mich typischerweise hier vorbereite auf die Telefonakquise und so weiter. Also 10 Nummern wähle ich noch,
Und dann nehme ich dich mal hier mit ins Geschehen, ja? So, die ersten 25 Telefonnummern sind gewählt und die Erreichbarkeit ist heute geht so. Ich habe ziemlich oft gehört, der ist im Meeting, der ist im Urlaub, der ist heute nicht da und so weiter und so fort. Spielt mir ein bisschen in die Karten, weil dann komme ich hier mit meiner 100 Calls Challenge natürlich auch schneller voran, wenn ich weniger Gespräche führe, also weniger Entscheidergespräche. Und die Statistik sieht aktuell so aus: 25 gewählte Nummern. Ja, das ist die obere Zeile hier. Die zweite Zeile sind drei Entscheidergespräche, die ich geführt habe. Und aus diesen drei Entscheidergesprächen haben sich zwei Termine ergeben. Der 24. Wählversuch war jetzt gerade noch mal ein Entscheidergespräch. Da ist die Kamera vorher, kurz vorher ausgegangen. Von daher haben wir das jetzt hier nicht mehr mit drauf. Du siehst auch, ich habe keine 100%-Quote. Läuft aber, würde ich sagen, bisher ganz gut. Zwei Termine aus drei Gesprächen. Glaubt da, ja. Das kann man so machen. Du siehst hier übrigens auch, also ich bin total altmodisch unterwegs, ja. Also ich nehme hier immer nur einen Zettel für eine Strichliste und das, wo gerade das Blatt weggeknickt war, da schreibe ich mir dann die Informationen auf. Wann habe ich den Termin vereinbart? E-Mail-Adresse für die Terminbestätigung etc. Geht alles heute Abend raus. Bloß keine Zeit hier verlieren. Deswegen, ich mache jetzt mal weiter und in der nächsten Pause, also nach den nächsten 25, wenn dann Halbzeit ist. Schauen wir uns mal an und dann gebe ich dir mal einen Einblick, wie ich hier meine Adressen recherchiere, wo ich die herbekomme, völlig kostenlos, welches Tool ich da benutze. Und ja, wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. So, die 50 sind tatsächlich noch nicht voll, sondern gerade erst 40. Aber ich merke, dass ich gerade in so ein Energieloch reinfalle. Deswegen kurz bisschen Bewegung, schneller die frische Luft und der Kaffee wird nochmal kurz aufgefüllt und dann geht's direkt weiter. So, lass uns die Pause nutzen. Also, was immer unheimlich wichtig ist bei der Telefonakquise, ist die Energie, mit der du am Start bist. Und Energie ist immer so ein gedehnter Begriff, das ist mir völlig klar. Aber wenn du dir bewusst machst, dass wir Menschen zu ungefähr 60% über die Körpersprache wirken, zu 30% über die Stimme und nur zu 10% über den Inhalt, den wir sprechen, dann ist es eigentlich total krass, weil wir zu 90% in unserer Kommunikation nonverbal auf andere Menschen wirken. Und deswegen macht es halt unheimlich viel Sinn, sich auch über das Thema Gedanken zu machen. Thema Stimme, weil die Stimme ist eben das, wie du etwas rüberbringst am Telefon, ist unheimlich wichtig, ist der ganz, ganz große Erfolgsfaktor. Und wenn du halt merkst, und deswegen habe ich jetzt auch vorzeitig unterbrochen, geht natürlich gleich weiter, aber wenn du merkst, irgendwie so, du bist jetzt nicht mehr so richtig am Start und du kannst dich nicht so richtig, ja, du kannst es nicht mehr so richtig rüberbringen, sagen wir es mal so. Dann solltest du lieber eine kurze Pause machen. Das mache ich jetzt auch gerade 5 Minuten und dann geht's frisch weiter. Und glaub mir, das hat einen riesen Impact, eine große Wirkung auf deine Ergebnisse schlussendlich. Und deswegen kurze Kaffeepause und dann geht's weiter. Donnerstag, 30. Ja? Eine E-Mail-Adresse haben Sie? Ich würde die auf der Webseite nehmen, es sei denn, Sie wollen, dass ich es da eine andere E-Mail-Adresse schicke. Nee, dann nehmen Sie ruhig die Info, die kommt auch Ja? zu mir. Alles Ja. klar. Machen wir so. Dann bis dahin, gute Zeit für Sie, ja? Gerne. Danke. Also, danke bis dahin. Ciao. Nächster Termin. Weiter geht's. Geht die E-Mail dahin und dann freue ich mich, wenn wir uns die Tage haben. Ja, alles klar. Danke bis dahin, ja? Danke.
Jo. Okay. Ciao. Nächster Termin. Auf geht's. Ja, perfekt, super. Freue ich mich drauf. Ja, hören wir uns nächste Woche. Alles klar. Also, in dem Sinne, bis dann. Bis dahin, tschüss. Ciao. Nächster Termin an der Zahl. Jetzt mittlerweile 5 Termine vereinbart und wir sind bei 48 Fehlversuchen. Mal gucken, was bei den letzten 2 noch geht. So, willkommen zurück. Halbzeit. Jetzt sind tatsächlich die 50 Telefonnummern gewählt und aktuell, ich bin ganz zufrieden. Die Erreichbarkeit könnte zwar immer noch ein bisschen besser sein, aber das ist an manchen Tagen halt einfach so. Wir haben jetzt die 50 Wählversuche voll, sind jetzt insgesamt 7 Entscheidergespräche gewesen und wir sind jetzt bei den 5 Terminen angelangt. Das heißt, von der Quote her hat sich nichts verändert. Ja, läuft soweit, würde ich sagen, ganz gut. Könnte noch das ein oder andere Entscheidergespräch mehr sein. Wir sind jetzt gerade im September. Ja, ich weiß nicht, Ferienzeit ist eigentlich vorbei. Trotzdem hast du halt immer noch mal, und das merke ich heute wieder, so die Aussage, hey, ist gerade im Urlaub, ist nicht da, ist diese Woche nicht im Haus und so weiter und so fort. Aber kann man nichts machen. Bin mit dem Zwischenfazit oder mit dem Zwischenergebnis auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich merke halt immer wieder, und da stelle ich auch heute wieder fest, Telefonakquise ist schon auch eine Kopfarbeit. Also du brauchst schon Konzentration dafür, auch wenn es vielleicht manchmal so locker aussieht. So ist es doch schon so, dass du schon sehr im Fokus sein musst. Und ich merke auch, deswegen hatte ich eben auch nach 40 Wählversuchen schon die Pause eingelegt. Das macht was, ja. Und ich fühle mich ein bisschen schlapper. Ich habe gemerkt, jetzt gerade so die, ich sag mal so von 30 bis 40, also von 30 Wählversuchen auf 40 hoch, war sehr anstrengend für mich. Also da habe ich auch locker doppelt so lange für gebraucht. Ich habe hier immer die Zeit immer so ein bisschen im Blick. Ich habe jetzt für die 50 Wählversuche gut eine Stunde gebraucht. Also eine gute Stunde. Ich habe jetzt nicht ganz genau geschaut, wann ich angefangen habe. Aber ich habe gemerkt, so zwischendrin, deswegen brauchte ich auch den Kaffee, ein bisschen frische Luft. Ich bin sehr träge geworden. Und ja, das soweit das Zwischenfazit. Und eine Sache habe ich euch noch versprochen. Ich nehme euch jetzt mal eben mit auf meinen Bildschirm und dann zeige ich euch, wo ich meine Adressen her habe. Wie ich da arbeite, ist ein ziemlich cooles Tool. Finde ich ziemlich cool, bin ich großer Fan von. Und deswegen, ich nehme dich mal eben mit auf meinen Bildschirm. So, jetzt siehst du hier einmal meinen Bildschirm und da kannst du auch gleich erkennen, auf welcher Seite ich mich befinde. wlw.de steht für Wer liefert was. Und ich habe früher ganz viel Google benutzt, ich habe viele gelbe Seiten benutzt, um meine Adressen zu recherchieren und mittlerweile arbeite ich fast ausschließlich mit Wer liefert was. Wie gesagt, es ist kostenlos und ziemlich selbsterklärend. Du kannst hier beispielsweise Software eingeben. Ja, das war jetzt einer der letzten Suchbegriffe, die ich gesucht habe. Und dann spuckt er dir hier, das siehst du oben links, 28.000 Anbieter für Software aus. Und dann hast du 28.000 Adressen alleine Firmen, die mit dem Thema Software zu tun haben. Und du kannst jetzt hier natürlich noch selektieren und kannst sagen, Mitarbeiterzahl möchte ich gerne zum Beispiel von 10 bis 49 Mitarbeiter nur Unternehmen angezeigt bekommen, dann reduziert sich das Ganze hier auf 7.800 Adressen. Ja, wenn du sagst, in dieser Größenordnung möchte ich gerne telefonieren oder möchte ich gerne akquirieren, und dann kannst du hier sowas wie den Standort beispielsweise auch noch einmal eingeben, entsprechend mit einem Umkreis, den du definierst, etc. etc. Und so kannst du deine Adressen sehr fein selektieren und kannst genau deine Zielgruppe hier ja, quasi raus selektieren für dich, ohne dass du Adressmaterial kaufen musst. Und das ist ziemlich cool. Das ist ein Tool, was ich unheimlich gerne nutze. Vor allem spart es unheimlich viel Zeit. Du musst keine aufwendigen Excel-Tabellen erstellen, sondern hiermit geht es wirklich sehr, sehr einfach. Und deswegen das hier meine Empfehlung an dich, wenn du Telefonakquise machst. Alles klar, super. Dann bis dahin, Herr Fischer. Nächste Woche Freitag. Also, bis dann. Ciao. So, nächster Termin. Da müssen wir mal gucken. Den habe ich ein bisschen zum Termin
hinbewegt, sage ich jetzt mal. Das war so ein Gespräch, wo ich aus einem eigentlichen Nein ein Ja gemacht habe. Und ich sage es ganz offen hier in diesem Video, das sind normalerweise jetzt keine mega gut qualifizierten Termine. Da macht es häufig gar keinen Sinn, die wahrzunehmen. Allerdings, sieh es mir nach, damit wir die Statistik hier so gut wie möglich führen, habe ich jetzt halt nochmal mich ordentlich ins Zeug gelegt und konnte ihn schlussendlich auch davon überzeugen, dass wir einen Termin miteinander vereinbaren. Also, nächster Erfolg und es geht direkt weiter. Schicke ich rüber. Dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch. Wunderbar. Klasse, bis dann. Danke. Dankeschön. Bis dann. Ja, danke. Ciao. Tschüss. So, nächster Erfolg. Jetzt geht's gerade Schlag auf Schlag. Weiter geht's. Nachmittag, alles klar, dann würde ich einfach mal sagen, Montagnachmittag habe ich hier zum Beispiel, sieht bei mir noch super aus, Montagnachmittag 15 Uhr komme ich nochmal durch, ja? So, dann haben wir Montagnachmittag 15 Uhr und die E-Mail geht gleich parallel raus an beide E-Mail-Adressen, einfach, dann haben Sie es auf jeden Fall ganz sicher und dann freue ich mich aufs nächste Gespräch. Ja? Genau, sehr schön. Ja. Super, klasse. Also bis dahin, gute Zeit Ihnen, ja? Bis dahin. Perfekt, ciao. Super, ciao. So, nächster Termin. So, liebe Leute, ich flitze mich mal hier in den Stuhl. Ich bin nämlich auch echt ein bisschen kaputt. Die Challenge ist vorbei. Es ist jetzt kurz nach 18 Uhr und die Challenge ist aber schon seit ungefähr 17 Uhr vorbei. 17 Uhr hatte ich nämlich noch einen Trainingscall mit einem Teilnehmer von mir und deswegen, das wusste ich vorher, das hatte ich mit eingeplant. Ich bin um 13 Uhr gestartet, das heißt, es gab 4 Stunden Telefonzeit und ich habe gedacht, 4 Stunden, das reicht doch dicke, weil mein Erfahrungswert ist ganz einfach, 25 bis 30 Wählversuche in der Stunde sind drin. Und wenn ich mich halt einfach ranhalte, wenn ich einfach Gas gebe, dann schaffe ich die 100 auch ganz locker. Und ich werde es jetzt gleich auflösen. Also wie viele Calls sind es geworden? Habe ich die 100 geschafft? Habe ich sie nicht geschafft? Sind es vielleicht sogar ein paar mehr geworden? So viel dazu schon mal. Ich habe es auf jeden Fall ein bisschen unterschätzt. Und mir war im Vorfeld klar und deswegen, ich hatte das eingangs ja auch gesagt, ich empfehle das gar nicht so unbedingt, dass man sich so hohe Schlagzahlziele pro Tag setzt. Also ich empfehle gar nicht, dass du sagst 100, 120, 150 Calls am Tag und so weiter. Ich bin da irgendwo ein Gegner, weil ich sage, hey, Qualität kommt vor Quantität. Und jetzt hat sich das Ganze für mich tatsächlich auch nochmal gefestigt, diese Meinung, weil ich einfach gemerkt habe, gerade so in der zweiten Hälfte, also so ab 40 Calls ungefähr, da wurde das richtig anstrengend, möchte ich mal sagen. Also wirklich kräftezehrend. Ihr seht vielleicht auch so ein bisschen die Augenringe hier. Ja, also ich bin echt platt, ich bin wirklich kaputt. Es war ein anstrengender Tag. Gut, ich bin heute Morgen schon recht früh hoch. Ich hatte nur Action heute. War ein anstrengender Tag und ich habe aber auch wieder gemerkt, und das war mir vorher klar, ja, dass Telefonakquise echt eine Kopfarbeit ist. Also du musst echt deinen Fokus halten und das ist halt anstrengend. Ja, das ist keine körperliche Anstrengung, das ist halt eine geistige Anstrengung. Deswegen, Telefonakquise verlangt einiges von einem ab. Ihr habt gesehen, ich habe das auch gefilmt, ich habe eine Pause zwischendrin auch gehabt, die brauchte ich auch. Ich habe hier mehrere Tassen Kaffee getrunken heute, um mich wieder so ein bisschen zu pushen, so energiemäßig wieder so ein bisschen auf den Stand zu kommen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Meine Meinung hat sich gefestigt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Typenfrage. Ich glaube, dass es andere Menschen gibt, die können einfach wirklich mit einer hohen Energie mehr Schlagzahlen machen als ich jetzt zum Beispiel. Und es gibt halt andere Menschen, so wie mich, die sind halt besser beraten damit, vielleicht weniger Wählversuche an sich zu machen und dafür aber die Qualität der Gespräche hochzuhalten. Also ich habe echt gemerkt auch, meine Konzentrationsfähigkeit hat nachgelassen. Das heißt auch in der Einwandbehandlung,
war ich am Ende nicht mehr so schlagfertig wie am Anfang. Und am Anfang ging es zwar ein bisschen schleppend los und dann kam so eine Phase, da habe ich richtig Fahrt aufgenommen und dann Schlag auf Schlag ein Termin nach dem anderen. Und es ist aber zum Schluss wieder abgeflacht. Ich muss gleich mal gucken, die Kamera ist irgendwann ausgegangen. Also jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme weiß ich noch nicht, ob da vielleicht nur die letzten 5 Minuten fehlen oder ob da eine ganze Stunde fehlt, das kann ich jetzt gerade noch gar nicht so richtig einordnen. Auf jeden Fall haben wir einige Gespräche nicht drauf. Eines der letzten Gespräche war, also wenn das jetzt drauf ist, das weiß ich gar nicht so genau, dann habt ihr es aber schon gesehen im Video. Also da habe ich einen Einwand bekommen. Normalerweise im Vorbeigehen behandle ich den, ja, und habe es nicht geschafft. Also so viel schon mal vorweg. Ich habe keine 100%-Quote heute erreicht. Das ist aber auch gar nicht der Anspruch. Ja, darum sollte es gar nicht gehen. Ich habe gemerkt, und das ist wirklich jetzt so das, was ich auch herausfinden wollte für mich nochmal, was ich nochmal unterstreichen wollte in der Praxis, die Konzentrationsfähigkeit nimmt ab und damit nimmt eben auch die Qualität der Gespräche enorm ab. Ihr seht oder ihr merkt, ich bin auch ein bisschen heiser, ich bin ziemlich fertig. Von daher, das hat mich schon ziemlich geschafft und Respekt an jeden, der da jeden Tag seine 100 Calls durchzieht. Meins ist es nicht und meins wird es auch nicht werten. Ja, also ich bin da lieber auf dem Stand, dass ich meine 20 Calls am Tag mache, also 20 Fehlversuche wirklich. An manchen Tagen mal ein bisschen mehr, an manchen Tagen auch ein bisschen weniger. Und ich brauche gar nicht mehr, weil ich da halt aus diesen 20 Calls dann auch entsprechend meine Termine rausbekomme und gar nicht mehr Termine brauche. Das ist deswegen für mich die richtige Größenordnung. Das kann sicherlich jeder für sich selbst bewerten. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt wird es interessant, also ich nehme es schon mal vorweg und ich habe es gerade schon, glaube ich, schon mal ziemlich stark angedeutet. Die 100 Calls sind es tatsächlich heute nicht geworden. 100 Calls habe ich nicht geschafft, sondern ich halte es hier mal in die Kamera. Ich habe es eben einmal zusammengezählt. Es sind an der Zahl Wählversuche 77, die ich gemacht habe. 77 Wählversuche. Daraus sind, die Erreichbarkeit war heute auch nicht optimal. An manchen Tagen ergeben sich da mehr Gespräche draus. 12 Entscheidergespräche geworden und aus diesen 12 Entscheidergesprächen sind schlussendlich 9 Termine geworden. Ich glaube, die Quote ist ganz in Ordnung. An manchen Tagen ist die besser, aber das sage ich auch so transparent, an manchen Tagen ist die auch ein bisschen schlechter. Von daher von 13 bis 17 Uhr 100 Calls zu machen. Mir ist es nicht gelungen, sicherlich ist es möglich. Völlig zu Recht wird der eine oder andere vielleicht in die Kommentare schreiben, hey, das wäre auf jeden Fall drin gewesen. Ich habe es heute nicht geschafft und ich habe eben kurz den Gedanken gehabt, dass ich gesagt habe, ah, vielleicht nehme ich es einfach nochmal an einem anderen Tag auf und ich veröffentliche das hier einfach gar nicht, weil jetzt bin ich ja gescheitert. Aber ich bin ganz großer Fan von ehrlichen Videos, auch gerade auf YouTube, in Social Media und deswegen will ich ganz transparent hier auch gerne zeigen, dass das, was ich mir hier vorgenommen habe, dass das nicht geklappt hat. Und sicherlich ein Grund, diese Challenge vielleicht an einem anderen Tag nochmal zu wiederholen, früher anzufangen, um dann ganz sicher auch die 100 zu machen. Also wenn euch das interessiert, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, da eure Meinung. Oder einfach mal eine andere Challenge zu machen. Also auch da, wenn ihr da Ideen habt, bin ich total offen für. Also schreibt mir gerne generell mal das Feedback hier in die Kommentare. Gefällt euch so eine Vlog, so ein Vlog überhaupt? Dieses Format an sich, ich habe da Bock drauf, dass da mehr kommt. Wollt ihr mehr Einblicke haben in mein Arbeitsleben, was ich hier täglich tue und wie ich das mache, haut das gerne mal in die Kommentare, auch wenn ihr da Ideen habt, wenn ihr da Wünsche, Anregungen habt, bin ich super offen für. Ich lese hier auch alles persönlich durch und vielen Dank dafür auf jeden Fall jetzt schon mal. Wenn dir das Video insgesamt gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, ja. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, denn das bedeutet, dass du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit das Video oder die nächsten Videos hier nicht verpassen wirst. Und wenn du die Glocke aktivierst, dann gehst du auf jeden Fall ganz sicher. Also das ist meine Empfehlung an dich. Liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. So, das war soweit der Werbeblock. Also freue mich auf jeden Fall, wenn es dir gefallen hat. Für mich war es ein grandioser Tag, tolle Erfahrung. Die 100 mache ich an anderer Stelle dann nochmal voll. Und in dem Sinne, ja, bis zum nächsten Video, würde ich sagen. Ne? Also, bis ganz bald. Ciao, dein Julian.